Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu unserer Daily Dosis Ark mit Voucher und mit unserem Ualdale. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir gehen heute nach Asgard. Es ist früher Morgen. Wir haben gerade mal 5 Uhr. Hier ist soweit ein bisschen aufgeräumt, dass wir im Portbereich frei haben. Wir gehen kurz rüber, setzen den Dungbeetle schon mal in den Gärten ab, nehmen die Allosaurier gleich mit und machen uns dann auf den Weg nach Asgard. Ich möchte noch mal ganz kurz gucken. Hier kann ich noch einen Punkt vergeben. Genau, die Babys. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich die hinverteilt habe. Die Vögel stehen da hinten. Gib mir mal die Fackel raus, bitte. Das ist nicht die Fackel. Die da. Genau, eins unserer Babys ist hier. Das konnte ich tatsächlich auch prägen. Da habe ich rechtzeitig drauf geachtet. Dann haben wir hier die Moschops. Aber das sind nicht die Kleinen. Die kleinen Moschops sind hier. Die sind noch nicht ganz ausgewachsen. Die sind noch heranwachsend. Da wäre jetzt der Kümmerungstimer in 33 Minuten, aber die sind auch schon ziemlich groß geworden, die zwei. Irgendwo hier, einer der gelben, ist unser Zitroneneis-Nachkomme. Jo, und den musste ich jetzt hier zähmen. Der war ja auf der Insel hier unterwegs, der da. Und ich glaube, den habe ich aus Versehen hier mitgenommen, weil ich die hier, ich tippe die ja immer so an, ne? Ich streichel die immer, wenn ich vorbeilaufe, wegen dem Buff auch. Und da war einer dabei, der gehörte gar nicht zu uns. Dem habe ich ein Bärchen gegeben. Ansonsten, die Äffchen, die sind, glaube ich, auch soweit. Ja, welcher war denn der Neue? Ich glaube, das hier, du bist, glaube ich, du warst, genau, du warst der Alte und du bist die Neue oder der Neue. Hier haben wir auch einen hundertprozentigen Prägebonus bekommen, ne? Also, alle sind sie wohl auf. Unsere zwei Allosaurier stehen mir bereit. Die habe ich geskillt auf Ausdauer, Leben und Damage. Ja, dann gehe ich jetzt immer von oben nach unten durch und dann passt es. So, jetzt pass auf, das machen wir noch kurz. Und dann müsste ich eigentlich soweit sein, ich habe alles Mögliche gerichtet. Die zwei gehen hier mal raus. Frank geht mal aus seinem Schrank raus für einen Moment. Wo ist er denn? Hier ist der Frank. Der soll natürlich, während wir unterwegs sind, jetzt hier hinter dem Schrank eingesperrt sein. Ja, ja. Lass es dir gut gehen, mein Freund. Das finde ich gut. So, dann haben wir nämlich auch die Bälle hier. Den bringen wir rüber. Ich habe 10 Bolas dabei, 2 Schlafsäcke. Lass uns mal spaßhalber noch einen dritten Schlafsack bauen. Schlafsäcke habe ich dabei. Was haben wir noch dabei? Wir haben natürlich dabei unsere Armbrust, die wir gefunden haben, plus die Flinte. Und ich habe uns ein bisschen Munition gemacht, 87 Flintenmunition, sodass wir ein bisschen was anfangen können. Für den Fall, dass wir coole Tiere zähmen. Denn die Schönheit von Asgard, die ist uns ja bewusst, aber wir wissen nicht, was noch in Asgard alles auf uns wartet. Genau, das wollte ich auch noch kurz machen und dann bin ich auch schon startklar. So, ganz kurz die... Obwohl, das können wir ja... Warte mal, wir haben doch da ganz viel gefunden. Das muss ja... Habe ich das schon mit rübergenommen eigentlich, das Zeug? Gut, Schränke konnte ich jetzt noch nicht aufräumen. Irgendwo sind noch die ganzen Werkzeuge. Ich kann euch nur im Moment nicht sagen, wo. Weißt du, was ich dann mache jetzt einfach? Ich repariere die. Ich repariere sie. Reparage und Reparage. So. Und das reicht. Und wenn uns also was fehlt, dann muss ich mich halt kurz heimporten, oder? Die nehmen wir alle mit. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal los. Am schnellsten fällt mir nämlich immer auf, wenn ich was vergessen habe, wenn ich unterwegs bin. Die würde ich auch noch kurz einmal reparieren. Feldflasche habe ich uns übrigens auch gemacht, ne? Die hatten wir ja schon freigeschalten. Hier, ne? Da passt dann halt auch ein bisschen Wasser rein. Da haben wir jetzt 300 Einheiten Wasser drin. Sollen wir uns noch einen Ersatz mitnehmen? Ich weiß gar nicht, gab es in Asgard? Gab es in Asgard? Nee, das wird schon reichen. So, warte, ich hole noch einen Schluck Wasser. Und dann geht's los. Jetzt habe ich beide geskillt. Jetzt hat keiner mehr diesen Alpha-Bonus, diesen Rudel-Anführer-Bonus. Weiß gar nicht, ob die jetzt dann dadurch praktisch gleich stark sind immer. Weil die hatten ja dasselbe Level, ne? Boah, da hinten wäre ein Loot-Drop. Egal, komm, geh mal Asgard. Sonst wird das heute nichts. Digga, das ist halt scheiße, wenn man so klein ist, ne? Guck mal, das ist noch ein Dodo. Ich habe jetzt hier mindestens 3 kleine Tiere gezähmt, einfach weil sie im Weg rumstanden. Okay. Naja, ist ja egal, wir wechseln uns da einfach ab mit den zwei. Die haben nichts drin außer Fleisch. So, komm mal mit zum Pott. Ja, Baby. Das wird eine Wucht. Okay, ist das ein bisschen eng für dich? Da, guck mal, hier habe ich Stüfle gebaut. Alter Schwede. Alter Schwede, Björn, was ist denn da los? warte mal, warte mal. Du gehst mal, weißt du, Frank, ich muss dich ein bisschen, sonst pottest du nämlich mit. Geh mal zu deinem Schrank, genau. So, einmal bitte in die Gärten. Ja, meine zwei. Asgard wartet auf uns. Wups, sind wir schon weg. So. Jetzt
pass auf, ich gehe mal ganz kurz rüber. Wie gesagt, den Dungbeetle setze ich jetzt hier nur hin. Wir hatten doch hier was zum Essen dagelassen, oder? Nicht, dass mir der da irgendwie... Dungbeetle ist, glaube ich, hier auch Verdorbenes, richtig? Waren die Dungbeetles das? Die, weiß ich nicht mehr, 100%. Aber guck mal, er soll sich schon mal an die Gärten gewöhnen. So, mein Freund. So wird doch das was. Wie sieht es eigentlich aus, weil ich gerade Gärten gesagt habe? Für den Fall, dass wir einen Pflanzenfresser finden, könnten wir uns theoretisch eigentlich hier ja was mitnehmen, oder? Gedüngt ist es noch. Bewässert sowieso. Komm, ich guck mal rein. Geht nicht? Hey, komm, ich nehme einfach mal mit, was da jetzt rausgewachsen ist. Waren da jetzt dann keine Seeds? Hat er keine Seeds hinterlassen? Doch, ne? Das bleibt schon noch ein Feld, wo funktioniert, oder? Da steht jetzt Maissamen besetzt, also dann wird es schon klappen. Hier sehe ich auch, dass ein Seed drin ist. Ich nehme das alle mal mit jetzt einmal, komm. Einmal Ende. Also wenn du mich fragst, sieht das hier nicht so gesund aus. Ich muss mal danach gucken, das sah doch jetzt irgendwie kaputt aus, oder? Guck mal, hier unser Mais. Dünger ist drin, bewässert wäre Setzlinge. Vielleicht braucht der kurz. So, Digga, ich kann dich nicht auf Wandern stellen, sonst bist du weg. Wir hauen jetzt ab. So, meine Freunde. Dann lasst uns mal gucken. Achso, ja, muss ich runter vom Tier erst. Wir gehen wieder dahin, wo wir angefangen haben, oder? Das war Teleport. Asgard. So, glaube ich, war das. Okay. Ja, guck mal die Werte kurz. Aktuell Lemmy bei 6900 Leben, 377. Und hier haben wir 49 Leben. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Und 430. Doch, ich glaube, Ausdauer kommt nochmal. So, das heißt, er hier hat mehr Leben. Und er da rechts hat jetzt momentan den Führerbonus da, den Anführerbonus. Geile Farben gerade vom Teleporter, ne? So, die sollen sich gegenseitig folgen, oder wie machen wir das? Asgard, das Land, in dem du nicht fliegen kannst. Also, Björn folgt Lemmy. Und Lemmy folgt Björn, richtig? Lemmy. Hä? Björn, Lemmy? Geht es dann nicht, dass ich praktisch... Warte mal, schön, das müsste doch normal gehen, oder? Nee, ich glaube, die können sich nicht gegenseitig folgen. Dann machen wir es anders. Dann nehme ich beide auf Mike Kepler. So, komm, ist ja egal, mit wem, wir gehen jetzt einfach mal los. Hier haben wir ja festgestellt, ist eine Bordüre und da drüben... Alter, wie machen sich denn die hier bitte? Farblich ein Spektakel hoch 10. Guck mal, oh, ja geil. Wir brauchen aber noch einen dritten, ne? Ich glaube, du kriegst noch mehr Rudelbonus, wenn du einen dritten hast. Wir gehen jetzt erstmal da hoch ins Dorf, glaube ich. Ja, ja, ja. Wo steht da denn der Name? Guckst dir an. Asgard ist schon schön. Also ich finde, farblich ist das ein absolutes Tronche. So. Ja, wie gesagt, gibt eine kleine Erkundungstour. Ich kann sein, dass wir morgen auch nochmal hier sind. Ich möchte jetzt ein bisschen einfach den Landstrich auch genießen, bevor wir dann später, wenn wir die Fledermaus haben, hier durchfliegen, wenn wir uns auch Sachen holen. Was auch immer wir hier brauchen. Wir könnten ja schon mal schauen, wie die zwei sich machen in einem Kampf gegen, sagen wir mal, einen Mammut. Boah, da kommen gerade die Kleinen. Komm, wir ballern da mal mit rein. Ja. Oh. Haben sich verteilt, die Jungs. Ja, gegen so kleine Sachen haben wir normalerweise. Wir sind eher auf große. Aber hey, die haben sich direkt auf den Mammut gestürzt halt, ne? Komm hier, wir gehen rüber. Wir folgen mal unser Ziel weiter. Das war jetzt aber auch das Gefährlichste bisher hier, ne? Komm, ich glaube, wir gehen mal hier rüber. Das ist halt schon schön. Boah, guck mal. Es ist halt schon schön, wenn du mal überlegst. Schön. Hast du jetzt was gegessen? Wenn du mal überlegst, dass du jetzt hier nicht fliegst, ne? Okay, aber ein 25er. Ein 25er.
Ich habe hier ein bisschen die Tasten umbelegt, deswegen kann es sein, dass ich gerade... Was ich aber sagen muss, wendig sind sie, die zwei. So, da vorne haben wir ein Ziel. Was da alles rumsteht, ich muss halt jetzt gucken. Pass mal auf, ich bin das gewohnt seit vieler, vieler Arc-Spielstunden, dass auf der 5 einfach mal Ferngläsle liegt. Ja, Schnaub. Okay, das ist so eine kleine Mischgruppe. Argentavis hat es hier jede Menge, ne? Und Ankylosaurier hat es jede Menge. Ey, es ist schön hier. Da rutschen wir mal hier durch. Ich muss natürlich immer gucken. Oh, da wird er direkt sauer. Da wird er direkt sauer. Wir haben einen Schlag abgekriegt und bam, direkt. Was ist hier los? Na, fliegen schon die Argis von alleine weg. Vorne hat sie ein kleines Wolfsrudel. Oh, auch ein schöner. Guck mal, die Farbe. Oder sehe ich gerade noch mehr? Oh je, Leute, das wird nichts. Bitte sei nicht dreistellig. Danke. 140er Argentavis. Hier, guck mal, den grünen 55er. Weißt du, wie man da einfach nur mal Bock hat, hier so rein? Komm her, ich mach mal den Angriff. Yeah, da sind wir mittendrin, standen wir dabei. Wir brauchen noch ein paar Skillpunkte. Ja. Ja, einmal kurz aufräumen, wo die Wölfe kommen. Was ja aber uns nichts ausmacht. Aber auch schöne Wölfe, guck mal. Jo, Björnle! Aber wir verlieren tatsächlich doch ein bisschen Leben. Wir sind noch nicht so der Super-Tank. Oh ja, richtig, die haben ja einen Blutungseffekt, gell? Den die Alos austeilen. Hast du noch was gesehen? Ah ne, er baut ab. Die Taschen lasst du stehen. Soll ich die machen, die Taschen? Ich mach die Taschen, die kommen ja nicht dran. Okay, Argentavis-Füßlen. Hier sehe ich jetzt nichts, was wir unbedingt brauchen. Vielleicht das eine Bärchen. Nee, das brauchen wir alles nicht so. Ey, was ich auch noch testen will. Ich hole den Ankylosaurier, kann ich jetzt nicht stehen lassen. Warte mal, mit C war doch das, oder? So, wie war euer erster Kampf? Okay, das hat nicht geklappt. Warum hat denn das nicht geklappt? Wieso klappt das nicht? Konnten die nicht auch rufen? Ah, doch, der Alpha nur, gell? Wow, wie imposant ist das denn? Guck mal. Und wie war euer erster Kampf? Ja, wie gut. Oh, Skorpion. Komm, ich möchte doch den Ankylosaurier. Können wir da kurz eingreifen in den Kampf? Achso, der müsste ja schnell erledigt sein, oder? Ey, guck mal, wie schön der ist. Den brauchen wir auf jeden Fall, oder, Leute? Ah. Scheiße. Lemmy, warte mal, Digga. Lemmy. Nein, Björn. Ihr wart nicht so dafür. Gut. Sie hatten sich's anders überlegt. Ja, ich hab vergessen, dass das ja nicht funktioniert. Wenn die in der Nähe sind. Alles klar. Gut gemacht. Weiter geht's. So wird's dann schon nicht zu voll bei uns. Oh, guck mal, der ist aber auch schön. Die sind alle schön, weißt du? Das ist ja das Schöne. Um nochmal schön zu sagen, wir brauchen uns hier keinen Kopf machen. Das ganze Land ist voll mit schönen Tieren. Das ist ein Problem, gell? Ich hatte die aber beide auf Folgen irgendwie. Ich weiß nicht, warum der jetzt hier nicht mehr mitmacht. Komm mal mit. Wir wollen doch ins Dorf. Ja, genau. Warte. Das sind Biber. Wir wollten doch Biber mitnehmen für Dings, ne? Wir wollten doch Biber mitnehmen. Für unser... Ah, Biber macht Sinn, oder? Das wäre jetzt nicht irgendwie unnötig gezähmt. 20er? Aber jetzt weiß ich, wo... Hier ein 145er. Aber Biber müsste sich tatsächlich, ja... Jetzt machen wir mal einen Streifzug. Wir zähmen dann... Oh, guck mal, den schönen Bronto da hinten. Und wie der hier ins Bild passt. Also wir wissen jetzt, hier gibt es Biber, ja? Boah, ey, das ist alles voll mit Biber. Da schwimmt auch noch einer. Da muss ich halt mal gucken, wie wir es anstellen. Guck mal, die schöne Brücke. Da werden wir etwas andächtig hier rübergehen.
Biberdämme gibt es auch. Das heißt, da kommen wir dann auch an Zement und so. Ey, es wird immer schöner. Was ist denn bitte das da hinten? Ist das ein Knochen? Sieht aus wie ein Knochen. Gehen wir gleich gucken. Oh, und das hat bestimmt auch was. So, komm mal her. Das ist bestimmt den ihr Lebensbaum hier im Dorf. Asgard ist ja mal die Bucht. Jo, wie gut. Ey, das ist bestimmt ein Knochen. Komm, wir gehen mal ins Dorf. Mammut. Ich muss mal kurz gucken, ob ich da... Was hier mal hier drauf, hier draußen auftritt. Ich gehe mal kurz gucken. Okay, die Häuser sind leer, aber du, hey, weißt du was? Du könntest hier theoretisch ja ins Dorf ziehen, ne? Ich nehme an, dass du hier auch bauen kannst und alles. Jetzt habe ich nichts zum Bauen dabei. Frage in die Runde, kann ich hier in den Häusern Schränke und alles aufsetzen? Ich nehme es an, oder? Da könntest du also ein Dorf besiedeln. Aber natürlich fehlt dann... Alter, wie schön ist das Bild gerade? Guck mal. Hier mit dem Baum im Hintergrund. Sehr, sehr genial. Komm mal weiter. Ich gucke überall mal rein, aber das sieht so aus, als ob du hier direkt mit dem ganzen Clan rein kannst. Ja, ja. Ist ziemlich cool. Ins Haupthaus, oder? Ja, komm mit rein. Ey, da könntest du jetzt aber auch einziehen. Ich finde die gar nicht so schlecht, wenn ich ganz ehrlich bin. Also eine Zweigstelle in Asgard würde ich jetzt gar nichts eigenes bauen, weil schöner kriegst du es nicht hin. Guck dir das mal an. Das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich cool. Okay. Sehr, sehr schick. Gab es hier auch einen Gemüsegarten vielleicht? Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas. Sehr geil, oder? Immer überall nochmal reingestiert. Kommt ihr mit? Habe ich dich wieder entfolgt? Ja, dann komm mit. Schöne Geschichte. Also mir gefällt das ziemlich gut. Hallöchen, Popöchen. Großer, wie geht's dir? Sehr geil. Komm, wir gehen mal zu den Knochen. Mal gucken, was wir hier noch alles entdecken. So. Erstmal hier raus. Bist du da? Gerne ist da. Wir gehen mal davor zu dem in den grünen Bereich, würde ich sagen. Wie kommen wir da am besten hin? Vorne ist nichts. Da würde ich sagen, wieder zurück. Also ich könnte jetzt auch hier runterhopfen mit E und so, aber ich genieße das gerade so ein bisschen. Oh ja, komm, wir skillen kurz. Wir skillen kurz. Wie viele Punkte habt ihr denn bekommen? Ich würde sagen, wir machen hier auf jeden Fall, bei Lemmy gehen wir auf die 10.000 Leben. Oh ja, die kriegen super Zuwachs an Leben. Und hier gehen wir mal richtig auf, also 5.000 mindestens. Und hier mal auf 500%. Das ist gut. Da brauchen wir noch einen dritten, ne? So, komm, hier geht's runter. Es ist ein Traum. Es ist ein Träumchen. Boah, es ist cool, deshalb. Gehen wir jetzt mal hin. Oh, was sehen meine drüben Äugchen? Ein kleines Raptörlein. Rabbes kommt zum Babbes. Erledigt dann auch. Guck mal, es ist richtig schön hier ein bisschen auf Streifzug zu gehen einfach. Ach, die gibt's hier auch. Guck mal, diese Hörnchen, mit denen man so gleiten konnte. Boah, machen die mittlerweile schon Damage.
Die haben wir damals auch mit dem Netzwerfer gefangen, gell? Erinnert ihr euch? Ach, schön, dass es die hier auch gibt. Und die kannst du auch als Nanny einsetzen, gell? Boah, sehr, sehr geil. Überall Raptoren allerdings auch. Ja, lass erstmal die Abis hier. Wir machen da nichts. Hier ist sehr viel mit Raptoren. Aber das bockt uns nicht. Wir laufen hier einfach. Ey, Gasbags! Oh, das sollten wir uns aber fast einzähmen. Ich habe zwar mit denen nie viel gemacht, aber das sollten wir uns eventuell einholen. Hallo, kleines Farbwunder. Die fand ich halt auch göttlich. Guck mal, das ist sogar ein 140er. Ich fand die gut, als ich die damals das erste Mal gesehen habe. Das war Extinction, gell? Ja, guck mal, diese Hörnchen, da sind Mowings oder Mowings oder wie heißen sie? Warte mal, ich guck. Mowing. Oh, und mittendrin etwas, was auch mein Herzchen berührt. Warte mal, schön. Oh, bitte sei. Oh. Oh, wollen wir mal unabhängig davon. Den Moshops hole ich eigentlich an. Komm mal mit. Komm mal mit. Hast du das rote Pferd gesehen? Ha. Und? Welch Zufall. Ich habe Karotten bei. Mowings. Ich mach kurz den Raptor hier weg. Lass du den Moshops in Ruhe. Nein, nicht den Moshops töten, bitte. Jungs, was ist da los? Ihr wisst doch, Moshops sind uns ein und alles. Ein Ovis. Oh, ein Ovis brauche ich. Bestes Zähnfleisch für die Welt. Hallo, Ovis. Da kommt Hammelfleisch zusammen, ja. Bah, mach nieder. So, wo ist jetzt das rote schöne Pferd? Ich möchte gern das rote Pferd mit nach Hause nehmen. Ist es das? Jupp, das war's, das möchte ich gern. So. Wie gut, dass die zwei hinter mir herschleichen. Nein, 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 nein! Scheiße, ich bin auf K drauf. Nein, komm mal rüber, Digga, Digga! Wir wollen doch das Pferd nicht töten. Ich soll es auf Passiv stellen, endlich mal, gell? Mach ich aber jetzt erstmal nicht. Es hat mich halt getreten, das wusste ich nicht mehr. Sonst hätte ich das anders. Ja, wenn wir es nicht kriegen, ist auch nicht schlimm. Du bist aber auch ein sehr interessantes. Einfach mal nur die Farben. Ey, wieso hat denn das mit dem Reiten nicht so geklappt? Oh, das haben wir aber schnell. Ja, das war kein hohes Level, gell? So. Komm mal mit, vielleicht finden wir das andere nochmal wieder. Oh, der ist aber auch krass hier. Guck mal. Farblich. Jo! Die besten Ta. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Und deine Allosaurier haben mir wehgetan. Ich komme zu euch niemals. Niemals, nie. Komm mal mit, wir laufen mal hinterher. Ich genieße das gerade hier ein bisschen. Ich komme mal vor wie damals, wo ich noch ganz, ganz klein war und ich durfte mittags raus auf die Spielwiese, weißt du? Oh, ich bin hier alles rum weglaufen, meine Alu steht da vorne. Ich hab ein bisschen Panik. Ich hab ein bisschen Panik. Oh yeah. Na, das Pferdle beruhigt sich gerade nicht mehr. Jungs? Mädels? Mädels? Komm mal mit. Wo ist es hin? Ich glaube, da vorne rennt es gerade. Ey, das ist jetzt aber ewig sauer, gell? Ja. Ich glaube, das ist ewig sauer, weil was. Ey, ihr habt es ja fast tot gebissen. Weißt du was? Ich brauche es auch nicht unbedingt. Wir gehen mal lieber weiter, noch ein bisschen entdecken. Schön, sehr schön. Macht mir sehr viel Spaß gerade. Also die Mowings hier, die sind schon ziemlich cool farblich. Da. Guck mal hier, ne, den Knochen. Kann man irgendwie auch erkennen, was das ist? Also da sind die Rippen irgendwie, ne? Lass uns mal vorne von der Front noch drauf gucken. Nein. Na,
Nein, wir machen dir nichts. Brauchst jetzt nicht 100 Jahre wegrennen. Ist schon gut, wir haben abgelassen von hier. Oder ist das hinten? Wir hätten die alle. Ich muss mal gucken. Aber die Allosaurier schnetzen schon ganz ordentlich, mein Lieber. So richtig ergibt sich mir hier nichts. Ob man da hoch muss? Und ob man als Allosaurier da hoch kann? Jo, man kann. Hey, wenn wir mal fliegen hier. Sieht aus wie zwei Hörner, gell? Bis hierher und nicht weiter. Wenn noch die andere sind. Ach, das Pferd. Ich dachte gerade, was sind das hier für Knubbel? Das Pferd labert ja mit. Wo ist denn der andere? Lemmy war da auf Folgen, oder? Ja, der Lemmy hat sein eigenes Köpfle. Sein eigenes Köpfle. Wo ist denn der hin? Und wir machen uns auf die Suche nach. Da vorne steht er. Da vorne steht er, weißt du? Oh, kein Bock. Gehen wir los. Ich passe auf hier aufs Gras. Sehr gut. Da warst du auf Folgen, Digga, oder? Kommst du wieder mit? Komm mal mit, wir wollen da vorne mal gucken. Jo, alles klar. Oh, das Pferd ist aber auch nicht das schnellste. Ja, das nehmen wir jetzt einfach mal mit, weil es da war. Ah, Asgard. Wunderschönes Land. Känguru. Dödis. Also hier ist so eine Mischung aus, es ist so mittelgefährlich, ne, irgendwie. Ein Haufen Liebetiere, die dich nicht angreifen und halt zwischendrin die Raptoren. Und diese kleinen Rudel. Aber das Gute, der Vorteil ist, wenn du zwei hast, kannst du... Ist der eine die Ausdauer wieder? Komm, Lemmy, wir machen mal ein bisschen hier was. Retten wir mal einen Dödi, dann können wir heute Abend am Feuer drüber erzählen. Habt ihr hier etwa den Dödi weh gemacht? Hey, lasst euch aber nicht betäuben. Guck mal, das Pferd macht auch mit, wie du. Respekt. So, weiter. Hat's noch mehr Pferdchen. Ey, es ist echt toll hier. Das Einzige, was ich jetzt ein bisschen schade finde, ist, dass wir keine... Wir haben keine Karte hier von Asgard, ne? Das heißt, ich werde nie so wirklich wissen, wo wir sind. Okay, hier, die Pferde sind jetzt... Oh, da hinten jagen sie ein Obis. Das hätten wir sein können. Naja, aber baut's mal nicht komplett ab. Wir haben auch Bedarf. Sie haben es komplett abgebaut. Ey, ist egal. Komm, lassen wir mal hier weiter. Kommen wir mal hier weiter. Was ist denn da vorne? Gucken wir mal da runter. Wie jetzt? Oh, ein Haufen Zeugs drin. Ich mache mal ein bisschen leer. Pfeile kannst du mir geben. Das lassen wir. Das Obisfleisch sowieso, ne? Bärchen brauchst du nicht. Da gebe ich dir vollkommen recht. So, du hast jetzt deine 10.000 Leben. Das war ja eins der Dinge, die wir gerne wollten. Ah, jetzt erkenne ich den Knochen. Guck mal. Von der Seite aus sieht man's. Alter, da läuft sogar Wasser raus, wie gut. Ja, das kann was. Oh, welch wunderschönes Tal. Gefällt mir. Und wir wissen jetzt, wo Obis es sind. Ach, weißt du was? Ich glaube, die folgen, sobald man... Wo ist er denn? Ey, sobald man dieses Ding hier drückt, ne? Hey. Huch! Servus. Björn. Was geht? So, weiter geht's. Jo, aber die Zeit verflitzt trotzdem, ne? Wir gucken mal, ob wir noch irgendwas Interessantes finden. Und vor allem, wie groß es überhaupt ist. Im Moment kann ich es noch nicht wirklich einschätzen. Ich liebe aber diese weiten Grünflächen hier. Das ist malerisch einfach, oder? Irgendwie das Gefühl, da kommt jetzt gleich wieder diese... Da ist sie. Bam. Haben wir es richtig gefühlt, ne? Ja.
Laufen wir mal am Rand entlang und gucken, was noch so kommt. Wie geht das? Okay, dann wissen wir aber, dass hier jetzt die Begrenzung ist. Du, dann ist es aber doch einigermaßen von der Größe. Ich weiß nicht, wie groß muss es denn sein? Das ist ja immer die Geschichte, das passt ja. Ne? So, komm, seid ihr jetzt alle dabei? Dann laufen wir mal ein paar Meter so. Hab das Pferd abgehängt. Wir haben das Pferd abgehängt. Jo, das suchen wir auf dem Rückweg. Wichtig, jetzt was er da. Na na ni na 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 na. Na na ni na 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 na. So, Alter, ich sehe schon, du bist heute mutiger als sonst. Mit deiner Pike. Boah, ist das gut. Wollen wir eigentlich da runter? Ich glaube, dass wir da runter gehen und dann morgen da unten auch mal noch ein bisschen rumschauen. Guck mal, ist schon eine ziemliche Größe, ne? Da hinten war die Absperrung hinter dem Obelisk. Ja, ist okay. Und wir haben ja noch eins komplett offen. Also das hier ist schon cool mit dem See. Nicht runterfliegen, gell? Sehr, sehr schön. Oh, wo, wo. Ist das jetzt hier mehr oder weniger das Zentrale, was es in Asgard zu entdecken gibt? Dieses Ding hier unten? Ja, wir werden sehen. Ich glaube, dass wir morgen mal noch so eine halbe Folge Zeit investieren. Wir müssen halt mal gucken jetzt. Wir sind jetzt aktuell Level 87, ja. Wir sollten mal gucken. Oder bin ich ein bisschen zu klein für das Viertel hier? Wir sollten mal gucken, wie wir das mit der Bossarmee dann auch anstellen wollen. Wir haben ja bis jetzt noch nichts. Ob da hinten, wenn da unten Spinos wären. Ich hätte gerne eine Spino-Armee für die Bossgeschichte. Wir müssen hohe Tiere suchen gehen. Lasst uns mal demnächst dieses andere noch besuchen. Ne, Asgard kennen wir. Unsere Insel kennen wir. Und dann gab es ja Jotunheim. Da sagt ihr, da wäre mal, da wird man schneller frieren. Und dann gab es noch das dritte. Und das dritte würde ich gerne auch nochmal besuchen mit euch. Das ist dann wieder ein Felsaufbau, den ich nicht erreichen kann wahrscheinlich. Ja, guck mal, da hinten führt ein Pfad runter. Sehr, sehr stark. Meine Lieben, dann würde ich jetzt aber auch nicht irgendwie unnötigerweise noch rumpressen. Lasst uns morgen hier nochmal ganz gemütlich eine halbe Folge Zeit investieren. Ich dachte, ich habe da hinten jetzt eine andere Farbe entdeckt. Gut, das liegt an den Bäumen hier. Die sind teilweise jetzt andersfarbig. Ja, wir machen morgen noch eine halbe Folge auf jeden Fall. Und wenn uns irgendwas hier aufhält... Was ist denn das da oben? Ein schwarzer Allosaurier? Das ist der Rudelführer. Boah, der hat aber auch eine Frage. 95 ist zwar jetzt kein dreistellig, aber vielleicht lasse ich mich morgen dazu hinreißen. Von den schwarzen Allosaurier, der sah ja mal, guck mal. Sind die gut aus? Aber ey, das sind jetzt keine Dinge, ne? Doch, ist auch ein R-Allosaurier. Wart ihr auch ein R? Ihr wart ein R, ne? Ne, ihr seid X-Allosaurier. Das heißt, die kann ich gar nicht miteinander verkuppeln. Also ihr könnt bestimmte Nümmerle mit denen und so, aber Babys gibt's keine. Ne, wir müssen uns so einen nochmal, einen X-Allosaurier nochmal holen, dass wir sie verpaaren können, falls wir einen Allosaurier... Oberrudel. Rex, welches Level? Ne, ist ein Mammut. Es sind Mammuts, die hier gerade die Skorpione weggekickt haben. Sehr stark. Ey, weißt du, was wir machen? Wir gehen mal morgen da hinten rum. Ich glaube, da geht es nämlich noch weiter. Dann machen wir das Allosaurier-Pack da oben weg, ne? Männer, machen wir morgen die Allosaurier da oben weg, gell? Das sind ja keine Xler. Und dann gehen wir weiter. In dem Sinne freue ich mich auf morgen, meine Lieben. Wunderschön ist es hier. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und irgendwas müssen wir ja mitnehmen noch, ne? Wir können ja nicht ungezähmt nach Hause gehen. Aber mehr dazu morgen. Bis dann.